Eine Spielart ist das gewichtete arithmetische Mittel. Schauen Sie mal auf das Zahlenbeispiel. Durchschnittseinkommen Westdeutschland und Durchschnittseinkommen Ostdeutschland. Ja, jetzt nehme ich die beiden Werte im Zähler, addiere sie und dividiere durch 2. Warum nicht? Die Verhältnisse sind nicht gleich. Ja? Also müssen wir uns klar machen, beim arithmetischen Mittel, wie wir es gerade kennengelernt haben, unterstellen wir, dass jeder dieser Zahlen, die wir im Zähler aufaddieren, gleich wichtig ist, die gleiche Gewichtung hat. Und jetzt haben wir den Fall, dass diese beiden Werte, Einkommen in Westdeutschland 27.000 und Einkommen in Ostdeutschland, was haben wir da? 15.000, nicht gleich gewichtet sind. Warum? Es gibt mehr Westdeutsche als Ostdeutsche. Ja? Also müssen wir gewichten. Wir müssen also wieder einen Bruchstrich ziehen. Ermächtigungsinstrument, auch hier wieder Bruchstrich. Aber jetzt den Wert aus Westdeutschland multiplizieren mit der Zahl der Westdeutschen, sagen wir 61 Millionen. Plus den Wert aus Ostdeutschland multiplizieren mit der Anzahl der Ostdeutschen, sagen wir 18 Millionen. Strich drunter, Zahl der Gesamtdeutschen im Nenner. Ja? Also Wert mal Gewichtungsfaktor plus Wert mal Gewichtungsfaktor dividiert durch die Gesamtanzahl der Menschen in West- und Ostdeutschland. Ja? Wir schreiben praktisch in den Zähler 61 Millionen mal 27.000. Und wir schreiben 18 Millionen mal 15.000. Nur das gäbe einen elendlangen Bruchstrich, deswegen helfen wir uns hier mit dem Mal. Aber eigentlich ist das Mal ein Plus. Sehen Sie das? Ja? Eigentlich ist das Mal ein Plus. Ja, da steht 27.000 plus 27.000 plus 27.000 und das 61 Millionen Mal. Ist ein ziemlich langer Bruchstrich. Ja, und deswegen können wir das Plus durch ein Mal ersetzen. Wir sagen einfach 27.000, 61 Millionen Mal dorthin geschrieben. Plus 15.000, 18 Millionen Mal dorthin geschrieben. Dividiert durch 61 plus 18. Ja, 79 Millionen. Wobei das gar nicht genau stimmt. Ich glaube, wir sind 81 Millionen in Deutschland. Ja, stimmt also noch nicht mal genau hier die Werte. Aber ändert sich sowieso, ändert sich eigentlich täglich, weil jeden Tag ein Mensch geboren wird, Menschen geboren werden und Menschen sterben. Ja, Tendenz ist auf jeden Fall fallend. So viel ist auch sicher. Ja, aber ist ja mal egal, das Prinzip ist wichtig. Ja? Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.